Hallo ihr Lieben und willkommen zu Türchen Nummer 10. Ich habe wieder meine beiden Kalender vor mir liegen, den Tauschkalender von Miss Fruchteis und mein IKEA-Adventskalender. Und ja, weil das jetzt schon so normal geworden ist, fange ich auch direkt mit dem IKEA-Adventskalender an. Und die 10 befindet sich hier unten. Hier draußen gucke ich jetzt nicht mehr mit der App, weil, wie gesagt, das war sowieso alles bisher Werbung. Aber wir machen auf und dann gucken wir natürlich, ob was Schönes drin ist. So, und hier haben wir heute ein paar Herz, also ein Herz und so eine Ranke. Und ich befürchte, dass das auch wieder Deko ist, aber wir gucken natürlich nach. Los geht's. Ideen für originelle Geschenkverpackungen. Sowas hatten wir schon mal. Ich hoffe, dass das nicht wieder mit dem Besteck ist, wo ein Faden drum gebunden ist. Doch, Tatsache. Ja, also wie gesagt, ich bin wirklich, wirklich enttäuscht von diesem Adventskalender dieses Jahr, weil ja, es ist immer das Gleiche irgendwie und ja, nichts Besonderes dran. Ich hoffe, die Schokolade ist heute besser. Wir haben oben so ein bisschen Creme. Ach so, ich habe das andere Licht gar nicht an. Ich habe mich schon gewundert, warum es hier so duster ist. So ein bisschen Creme. Es schmilzt direkt sofort in meine Hand. Probieren wir mal. Ja. Schmeckt ganz gut. Hat so ein bisschen leichten Kaffeegeschmack oder so. Keine Ahnung. Schmeckt aber ganz gut. Könnte ein bisschen Nougat, ist so ein bisschen Nougat-mäßig. Ja. Also so wie dieses Jahr dieser Kalender war, überlege ich wirklich, ob ich den nächstes Jahr wieder besorge. So, die 10 von meiner Miss Fruchteis ist leider auch kaputt gegangen. Deswegen werde ich mich jetzt hier auch gar nicht groß anstrengen, sondern direkt einmal die Leckerlis, die hier drin sind, rausholen. Sie hat da echt einiges immer reingepackt in die Türchen. Also bei mir hat sie immer nur ein Leckerchen drin pro Tag. Und also wenn sie dann Süßigkeiten drin hat und nicht etwas von ihrem Wunschkalender. Ja, das war heute in meinem Kalender von meiner Mausi Miss Fruchteis. Lieben Dank, Süße. Ja, und ich zeige euch gerade mal. Ihr erinnert euch, ich hatte gesagt, dass wir von diesen Sprüchen, wo ich ja die Plotter-Dateien nach und nach machen wollte. Und ich habe heute ein weiteres gemacht und habe mir das auch direkt gleich mal aufgeplottet. Ich bin nichts für schwache Nerven. Ja, so sieht es auf meinem T-Shirt aus. Ihr seht vielleicht, das ist ein bisschen eng. Ich hole euch gerade mal auf meinen, einen Moment, auf meinen Desktop. Ich will das Bild einmal kurz rüberschieben. Zack, so. Mache euch mal kurz den Desktop an. Genau, so sieht diese Plotter-Datei aus. Ich habe bei mir hier vergessen, das zu entgittern. Hier auch und an irgendeiner Stelle noch. Ja, das ist jetzt aber meine Schuld gewesen. Das hat nichts mit dem zu tun. Übrigens habe ich bei dieser Folie hier, die ich hier verwendet habe, die Schmetterlinge, habt ihr gesehen, ups, so rum, sind natürlich nicht dabei. Also es ist wirklich nur diese beiden Teile. Und ich habe es auch so gemacht, dass dieses Teil hier quasi da, wo die Schrift ist, ausgeschnitten ist, dass ihr nicht übereinander bappen müsst, sondern dass ihr das einpassen könnt. Also die Schrift in diese vielen Teile dann einpassen könnt. Genau. Was wollte ich noch sagen? Genau, das ist übrigens ausnahmsweise eine Folie aus China. Und zwar kam die heute gerade an. Ich hatte bei Ali bestellt. Ich mache mal gerade kurz die App auf. Und dann zeige ich euch das mal. Einen Moment. Ich möchte nicht so viel schneiden, deswegen hoffe ich, dass ich das jetzt relativ fix hier hinkriege. Ach so, ja, haha. Die habe ich ja schon bewertet, deswegen. Oh, wo sind jetzt die Sachen, die ich schon bewertet habe? Nee, streit nicht.
Ja, das ist jetzt dumm gelaufen, weil ich die schon bewertet habe. Und jetzt kann ich euch den Shop nicht zeigen. Doch, ich glaube, der war's. Ja, der Shop hier müsste das gewesen sein. Ich gehe mal auf den Shop. Ja, folgen. Habe ich nichts dagegen. Oh, Mensch, ja, ist gut. So, das war hier. Ach so. ja, wir machen so. Hier vorne das erste. Stell scharf. Macht er nicht. Ich nehme die Kamera von oben einen Moment. Ja, ich hoffe, meine Kamera von oben hält noch ein bisschen durch. Die streikt in letzter Zeit ein bisschen. So, hier vorne, das ist das, was ich bestellt habe. Und das ist dieser Shop. Wo sehe ich denn hier den Shop-Namen? Da oben. Das ist der Shop-Name. Stellt er jetzt auch nicht so hundertprozentig scharf, aber ich glaube, man kann es erkennen. Ich werde aber mal gucken, ob ich irgendwie einen Link da unter das Video packen kann. Ja, und ich werde gucken. Ich hoffe, es funktioniert über meine Dropbox, dass ihr euch diese Datei runterladen könnt. Also ich werde einen Link zu einer ZIP-Datei unten in die Videobeschreibung packen und da könnt ihr euch dann diese Datei runterladen. Ja, das ist ein kleines Geschenk zum 10.12. Na schön, ihr Guten. Dann sage ich für heute schon wieder Tschüss und bis zum nächsten Mal, also morgen.